Ja, wie Sie sehen, dass am Platz wird reichlich gearbeitet. Nachdem die U20 auch nicht zufrieden war, hat man dann sich entschieden, den Platz zu verlegen. Aber das ist Spaß beiseite. Es war vorher schon klar, dass das erst diese Woche gemacht werden konnte. Ich denke, dass das die richtige Entscheidung ist. Man nimmt auch mit ein bisschen den Spielern das Alibi, weil sie sich ja alle sehr kritisch über die Platzverhältnisse geäußert haben. Und dann ist es natürlich auch schwierig, den richtigen Ansatz zu finden. Zum Spiel ist es so, also wie gesagt, der Verein hat seine Hausaufgaben und wir möchten natürlich am Freitag auch unsere Hausaufgaben machen. Hausaufgaben können ja nur deuten, dass wir gewinnen wollen, gewinnen müssen. Wir weiterhin im Konzern dabei bleiben wollen. Im Moment sind es 7 Punkte, aber was ich nach dem Bochum-Spiel gesagt habe oder auch nach dem verlorenen DFB-Pokalspiel, wir geben nicht auf und werden bis zur letzten Patrone. Unter anderem ist das erstmal unsere Pflicht gegenüber der Liga, weil irgendwann können wir auch mal in der Situation kommen und können das dann auch von anderen erwarten. Und so muss man das auch von uns erwarten, von uns selbst. Aber die Liga hat das auch von uns zu erwarten und das werden wir auch dementsprechend verhalten.